Ja, hallo und herzlich willkommen bei Elektrologisch, deinem Kanal rund um die Elektromobilität. Heute aus dem Q8 von Audi 55 e-tron S-Line mit 408 PS in Kronosgrau Metallic und mit dem Interieur Schwarz Expressrot. Wir erzählen dir über das Fahrzeug, zeigen dir ein wenig und wünschen dir viel Spaß mit dem Video. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und folg uns auf den sozialen Medien. Jetzt geht's los! Ja, wir beginnen mit den Türen. Hochwertige Materialien oben. Das ist kein Hartplastik, sondern es ist unterschäumt weich. Dann Alcantara in der Mitte mit dieser Alu-Optik mit der Ambientbeleuchtung, die sich farblich verstellen lässt. Und unten Lederimitat. Sehr hochwertig, angenehm zum Anfassen. Die Tür. Oder der Türgriff mit den zwei Tassen zum Verriegeln, Entriegeln. Der virtuelle Rückspiegel, auf der Außenseite nur ein kleiner Knubbel zu sehen. Den virtuellen Rückspiegel kann man mit Touchscreen verstellen, so wie es einem beliebt. Und daran muss man sich zuerst mal gewöhnen. Das Armaturenbrett, das Cockpit, sehr sportlich, eckig, kantig. Einiges schöner als im Q4 e-tron, das ist meine persönliche Meinung. Und wirklich von den Materialien, vom Materialmix sehr gut gestaltet. Das e-tron Display, das habe ich jetzt mal eingeblendet, sehr sportlich, alles drauf, was man braucht. Übersichtlich, genug hell, es spiegelt nicht. Und das finde ich wirklich eine tolle Sache. Da die Lichtsteuerung auf der Fahrseite und auch hier auf der Fahrseite entsprechend die Einstellungen vom Rückspiegel. Links oder rechts, da kann man mit den Fingern entsprechend den Spiegelwinkel und die Ansicht einstellen, wie man es möchte. Türfalle da in Alu-Optik, wirklich gut gelöst. Die Tasten, die sind übersichtlich angeschrieben und man findet sich gut zurecht. Da die ganze Fenstersteuerung von den vorderen, hinteren Fenster. Die Kindersicherung, die man pro Seite einstellen kann. Da unten natürlich die Kofferraumentriegelung und da natürlich das Sitzmemory sowie etwas weiter unten die Entriegelung der Fronthaube. Ja, die Displays sind gut angeordnet, sie spiegeln nicht wie in anderen Modellen. Es hat deren zwei ein oberes Display, was man als Infotainment ansehen kann. Und da unten die ganze Klimasteuerung, die Schaltzentrale. Ganz witzig, wenn man hier den Knopf drückt auf dem unteren Display, dann wird die erweiterte Klimasteuerung oben angezeigt. Das ist clever gelöst über diese beiden Displays und man findet sich gut zurecht. Das Menü an und für sich ist verschachtelt, aber wenn man sich daran gewöhnt, übersichtlich. Hier so Shortcuts zu den einzelnen Einstellungen, die dann eben auf dem oberen Display aufpoppen für ganz verschiedene Ansprüche. Das Display, das reagiert gut und schnell, ist eben wie gesagt genug hell und zeigt eigentlich alles an, was man möchte. Da gehen wir dann später darauf ein. Physische Tasten hat es weiterhin. Die sind für Start und Stopp, für die ganzen Parkvorgänge. Und hier auch die Mediensteuerung auf der rechten Seite, wo man es stumm stellen kann, kurz oder nicht. Mit der praktischen Handauflage, die dann auch gerade zusätzlich der Gangwahlhebel ist. Hier sieht man die beiden Pfeile. Kann man den Gang entsprechend wählen. Drive Mode, Sport Mode und die Parkbremse ist hier gut angeordnet. Dann hier unten ein Fach, das so halb offen ist. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Hier kann man unten durchgreifen. Das ist knarzfrei, gut. Und da hat man ein kleines Rollo mit den Becherhaltern, die man da rausklicken kann, wenn man es möchte. Zwei Stück an der Zahl, Rollo wieder zu. Sehr praktisch da eine 12 Volt Steckdose, wo man Geräte einstecken kann.
wenn man es denn möchte. Zigarettenanzünder? Natürlich nicht. Und da das induktive Laden vom Mobiltelefon. Ja, hier noch die 360 Grad View. Ihr seht da standardmäßig einen Blick nach hinten. Da kann man entsprechend die Ansicht wechseln, dass es weitwinkliger wird. Das Ganze vorne kann man auf der quasi Bordsteinansicht machen. Reifen vorne heißt die Ansicht. Reifen hinten, also da ist wirklich eine super Übersicht gewährleistet vom Ganzen. Natürlich Birdview ein bisschen größer, das man da machen kann. Nach vorne, auch hier wieder die Ansicht entsprechend mit dem normalen Fokus und etwas weitwinkliger. Standardansicht ist ja das. Was man dazu machen kann, ist eine 360 Grad View und das ist wirklich der Hammer. Schaut euch das mal an. Die ganze Umgebung wird da aufgenommen und zwar viel von der Umgebung wird da aufgenommen. Durchfahrende Autos, habt ihr gesehen, das ist durchgängig und da sieht man wirklich top, ob man in der Parklücke ist oder nicht. Hier nochmal ein Fach, das dediziert zum gepolstert für eine Ablage ist, macht man den Deckel drüber und das ist natürlich auch gerade die Armstütze. Da ist ja das Handling einigermaßen bekannt. Ja, die Lüftungsdüsen, da bin ich ein sehr, sehr großer Fan. Wieso? Weil sich hier die Intensität sowie die Ausrichtung separat einstellen lässt. Also ich kann da runterdrehen, raufdrehen, wie ich das möchte. Und ich kann hier wirklich 360 Grad alles so einstellen, wie ich das möchte. Das ist sehr praktisch und in anderen Modellen einiges schlechter gelöst. Es ist manuell, aber mir gefällt das. Und eben ich kann die Richtung einstellen und die Intensität und eigentlich so dafür sorgen, dass es nirgends irgendwo an die Knie oder an die Brust zieht. Das haben wir hier in der Mitte ganz präsent und auch für den Beifahrer hier auf der rechten Seite gibt es eine entsprechende Lüftungsdüse und auch hier auf der linken Seite für den Fahrer. Je nachdem, ob man es zur Scheibe möchte oder nicht, kann man sich das so einstellen. Auch da unten hat es Lüftungsdüsen in der Türe, natürlich für die Fenster. Da wirklich, man fühlt sich sicher, das ist Audi-typisch, würde ich sagen, das gab es in den Verbrennermodellen auch schon, da fühlt man sich gut und vorne Lautsprecher, Head-Up-Display in unserem Fahrzeug jetzt und ja, auch hier die ganze Lüftung, wo man das einstellen kann, wie man es mag. Bisschen weiter oben, die ganze Verriegelung vom Fahrzeug, das Licht, das ich jetzt da eingestellt habe. Notruf ist hier untergebracht, die ganze Steuerung vom Schiebedach. Unser Fahrzeug hat jetzt ein Schiebedach, das man zur Hälfte, würde ich mal sagen, aufmachen kann. Und da befindet sich die Steuerung hier. So, mal der Schwenk vom Fahrzeug. Die Raumverhältnisse sind sehr gut. Man ist sicher, aber hat doch noch Platz. Ich mache euch da mal einen Schwenk auf die Rückbank. Auf der Rückbank eigentlich genau das Gleiche. Der Fahrersitz ist jetzt gut eingestellt, also relativ weit nach hinten. Trotzdem hat man da noch genügend Platz. Ja, auf der Rückbank das Gleiche, diese gute Klimasteuerung. Plus unten ein kleines Display, wo man die Intensität, sieht eine 4-Zonen-Klimaautomatik in diesem Fahrzeug, entsprechend einstellen kann. Man kann hier die Temperatur wählen, die man möchte. Auch die Lüftungsintensität kann man da wählen. Und das ist doch eine tolle Sache. Weiter unten geht es dann weiter mit 12-Volt-Steckdose. Auch das natürlich nicht Raucherausführung. Zwei USB-C-Ports. Ja, der Kofferraum, ich hoffe man hört es, der ist sehr groß. Hier kann man die Sitze von der Rückbank herunterklappen. Er ist hell beleuchtet, das ist besonders nachts wichtig. Man hat hier ein Privacy-Rollo, das man nach vorne ziehen kann, wenn man es denn möchte. Und hier einen entsprechenden Doppelboden, wo man noch zusätzlichen Platz findet. Ich zeige euch das mal kurz. Hier kann man es raufklappen. Das Pseudo-Ersatzrad, Werkzeug ist da. Wir haben die Ausführung mit Subwoofer, komme ich dann später noch dazu. Da braucht es ein bisschen Platz. Und hier ein Fach,
dass links und rechts hier entsprechende Griffe hat und das Fach kann man mit zwei Händen raushieven. Das ist mega praktisch und ich denke, ja, das ist wirklich eine gute Geschichte. Ich kann euch das jetzt mal zeigen, hoffe, das klappt. Das Privacy-Rollo drüber gezogen. Hier natürlich der Knopf für das Verschließen, dass es wieder runter geht. Kofferraum geschlossen und wirklich viel Platz und ordentlich mit Fächern. Ja, kurz ein paar Worte. Fahrwerk natürlich Audi-typisch perfekt, lässt sich auch gut einstellen, das zeige ich nachher im Menü. Man kann die Fahrzeughöhe einstellen, je nach Fahrprofil und auch die Dämpfung entsprechend einstellen, das ist tipptopp. Soundsystem, das ist auf Tesla-Niveau, das ist eines der besten Soundsysteme, die ich je in einem Fahrzeug gesehen habe. Ihr wisst ja, der Preis von 134.000 Schweizer Franken lässt das auch erwarten. Nichtsdestotrotz ist das eine Erwähnung wert. Und ja, würde sagen, lasst uns mal kurz das Menü anschauen. Ja, ich zeige euch mal kurz das Handling hier von den beiden Displays oder vom Hauptdisplay und dem Klimadisplay. Da habt ihr eine Übersicht mit allen relevanten Einstellungen, die ihr da machen könnt. Wir können da mal kurz durchgehen, zum Beispiel bei der Navigation. Da kommt der Verkehr, der hier abgefragt wird. Höhenmeter werden gleich angezeigt. Ja, hier die Ansicht, die man entsprechend verstellen kann mit 3D-Fahrkarte zum Beispiel oder eine Übersicht, die man machen kann mit einer Zielführung natürlich. 2D-Nordkarte, 2D-Fahrtkarte. Ich denke, da die 3D-Fahrtkarte ist wahrscheinlich das angenehmste mit Verkehrsinformationen. Ihr seht, das ist online, das wird einberechnet. Das ja, ist eine coole Sache. Hier auch bei der Suche, clever gelöst. Ich kann einen HPC wählen und dann sucht er mir entsprechend nach HPC-Lader in der Nähe. Das ist tatsächlich jetzt der Lader, wo wir dran stehen. Wir sehen die Verfügbarkeit frei. Wenn wir darauf gehen, wird entsprechend da angezeigt die Ladeplanung dazu, die Details dazu, ob er frei oder besetzt ist. Da in den Details können wir mal schauen. Das sind natürlich ja, öffentliche Charging Informationen, die darüber gehen. Wir sehen, wie viel Volt, wie viel Kilowatt er laden kann. Hier, das bin ich selbst belegt aktuell und das wird 1:1 weitergegeben. Bei Laden schauen wir mal, was da passiert. Kommt wieder das. Das ist die Gesamtkategorie natürlich. Dieses Point of Interest. Wir können die Zielführung da starten. Und ja, können da einen Shortcut speichern, wenn wir das möchten, zu diesem Ladepunkt, wenn wir den öfters besuchen. Das ist sicher eine gute Lösung. Es funktioniert schnell, wie ihr das seht. CarPlay hat er natürlich an Bord. Die Fahrzeugeinstellungen hier beim Laden beispielsweise könnt ihr Timer definieren, wann der Ladevorgang beginnt. Dann bei der Fahrzeuganzeige, respektive Entschuldigung, Drive Select, das ist das, was ich vorher gesprochen habe, gibt es da Efficiency, Dynamic, Comfort, Individual, da die Fahrzeughöhe, die entsprechend angepasst wird und weitere Settings. Bei der Fahrzeuganzeige, da seht ihr Einspartipps beispielsweise, wenn man die Sitzheizung ausschaltet, kann das mal machen. Sollte das verschwinden. Klimatisierung ist jetzt eingestellt. Wenn ich das noch ausstelle, dann würden noch weitere 20 Kilometer drin liegen. Kilometer, Reichweite. Ich denke, mit diesem Fahrzeug ist ordentlich gefahren worden und darum ist die Reichweite nicht allzu hoch, weil der Vergangenheitsverbrauch entsprechend hoch ist. Da der Effizienzassistent, die Rekuperation ist auf manuell eingestellt. Das heißt, ich kann dann den Lenkrad-Pedals, ich zeige das mal kurz, rechts und links kann ich die Rekuperation steuern, wie stark sie ist und ja, entsprechend so das Fahrverhalten beeinflussen. Bei den Sitzen
kann ich die Einstiegshilfe machen. Das finde ich super unpraktisch, darum habe ich sie ausgeschaltet. Bei der Klima, das ist das Menü, das aufpoppt, wenn man auf dem unteren Display draufklickt. Licht und Sicht, Außenbeleuchtung zum Beispiel, das Fahrlicht, das ich hier einstellen kann, ein Ausstiegelicht, das Ambient, hier maritim eingestellt, also mit einem Blau, das zieht sich da durch, sieht man jetzt nicht allzu gut, aber ist auch auf der Rückbank zu sehen und ich finde, das gehört sich für eine rechte Ambientbeleuchtung. Regensensor natürlich mit an Bord, Einparkhilfe, die sich automatisch aktiviert, wenn man den Gang einlegt. Da gibt es zwei Ausprägungen, den bekannten 360-Grad-View, wo man einparken kann und natürlich entsprechend einen Parkassistenten. Im weiteren Menü gibt es Fahrerassistenz und da finde ich ganz cool, es gibt so drei Presets, die man wählen kann. Mit maximal sind alle eingestellt, individual kann man sich konfigurieren und mit Basic entsprechend die wichtigsten Fahrerassistenten, das ist sicher eine tolle Sache. Und da auf der linken Seite Telefon, Navigation im Direkt-Shortcut, den man aufrufen kann. Das ist eine praktische Sache. Und ich würde mal sagen, das Menü, das habt ihr jetzt gesehen, das ist super quick. Also es geht schnell, wenn man irgendwas klickt. Keine Hänger, nichts, die Bohne. Das gehört sich eigentlich doch auch so. Beim Klima habe ich da die Automatik eingestellt. AC Max, wenn die Scheiben mal anlaufen sollten im Winter. Da die Sitzheizung entsprechend, die man einstellen kann und eben mit dem Knopfdruck da geht auf dem oberen Display dann die Klimasteuerung ein und aus. Die Umluftsteuerung, die man da einstellen kann und diese Presets da zum Ladebildschirm beispielsweise. Ihr seht, der Akku lädt eigentlich mehr als er sollte und da entsprechend Setup-Display, das man sich konfigurieren kann. Man kann auch das Display ausschalten. Dann wird es entsprechend wieder eingeschaltet, wenn man drauf tippt. Und einen Bergabfahrtsassistenten, den das Fahrzeug mit an Bord hat. Ja, das ist wieder mal ein Fahrzeug, das mich sehr begeistert. Die Fahrtleistungen, die sind hervorragend. Die 480 PS, die zerren ordentlich. Und ja, entsprechend natürlich Audi-typisch die Verarbeitung, das Erscheinungsbild. Die Außenfarbe, die gefällt mir persönlich jetzt nicht so. Jetzt bei schlechtem Wetter, habe ich gestern festgestellt, wird man gut und gerne mal übersehen, weil die Farbe ist einfach nicht, nicht gut zu sehen in diesen Lichtverhältnissen, aber das ist Geschmackssache. Das Soundsystem, das ist überragend, auch die Verarbeitung, alles, da kann man nichts meckern, das ist perfekt. Und auch die ganzen Ablagen und die Materialien, die da im Fahrzeug sind. Der Komfort auf den Sitzen, die Sitzheizung, die super ist, die Navigation, die funktioniert, die Ladepunkte, die man schnell finden kann, der Kofferraumplatz, der Schalter für der Gangwahlschalter, wenn man dem so sagen will, der übersichtlich ist und einem die Möglichkeit bietet, die Hand abzulegen. Was ich wirklich sehr großer Fan bin, sind diese Dinger für die Klima, die Lüftungsschlitze, das gehört sich so. Es ist oldschool, ich weiß, aber es ist mechanisch, es funktioniert. Man muss ja nicht groß auf einem Display was einstellen, man kennt es. Das ist wahrscheinlich der größte Grund, was mir gefällt und es macht, was es tut. Das Lenkrad hat so Touch-Tasten, da bin ich persönlich großer Fan davon und die funktionieren auch einwandfrei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und folgt mir auf den sozialen Medien. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video.